Eisige Poppy mit einem neuen Video. Wie ihr seht, habe ich schon die ganzen Zutaten hier aufgereiht. Es gibt mein Abendessen heute und das Ganze nutze ich auch als Chance, ein Video sozusagen im Video zu drehen. Und zwar für den Matthias Dittgen, den Outdoor Buddy. Der hat ja ein Pass-Around gestartet mit dem kleinen süßen Dutch Oven hier. Und ja, als wir damals in der Pfalz waren auf der Tour, was heißt damals, vor ein paar Wochen, hat er mir den schon mitgegeben und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da auch mitzumachen. Und natürlich ist das ganz klar, für mich mache ich da mit. Ich habe jetzt dieses Riesending, schwere Ding, gusseiserne Teil hier, die ganze Zeit mit mir mitgeschleppt. Aber es wird sich lohnen, denn es gibt heute ein Gulasch, Segediner Art. Und wie gesagt, dafür sind die ganzen Zutaten. Der Matthias hat ja in seinem Video, als Startup-Video sozusagen, drei Zutaten vorgegeben, die ich verwenden soll. Es war einmal Creme Fraiche, Sauerkraut und Kakao. Und ja, Sauerkraut war für mich die Steilvorlage. Da war mir sofort klar, was ich kochen soll. Man braucht ja was, was in dem Topf einfach so ein bisschen vor sich hinschmoren kann. Und da bietet sich ein Gulasch an und ein Gulasch und Sauerkraut ergibt Gulasch Segediner Art. Und das mache ich heute. Deswegen habe ich hier ein bisschen Schweinefleisch und auch ein bisschen Rindfleisch vom Metzger geholt. Ich glaube, Rindfleisch ist normalerweise nicht drin. Ich glaube, das ist immer mit Schwein eigentlich. Aber ich dachte, ich mache ein bisschen Rind mit dazu. Dann habe ich hier Sauerkraut. Das war das transportabelste Sauerkraut, was ich gefunden habe im Supermarkt. Das ist so ein Fertigsauerkraut von Leuchtenberg mit Räucherspeck. Es ist schon fertig. Das muss im Prinzip nur noch warm gemacht werden. Aber je länger das dann im Topf mitkocht, umso leckerer wird es auch. Zwiebeln haben wir noch, ein bisschen Knoblauch. Dann habe ich einfach meine Gewürzdöschen dabei. Paprika, Salz, Pfeffer, was man alles so braucht. Ich habe Kümmel dabei. Das gibt beim Gulasch immer so eine kleine feine Note noch, ein bisschen Tomatenmark. Dann habe ich hier Rotwein noch dabei. Mit dem werde ich das alles dann würzen. Und sollte das alles irgendwie schief gehen und nach gar nichts schmecken, habe ich noch zur Sicherheit als Backup den Ungarisch Gulasch Würzer Hot mitgebracht. Dann werden wir auch noch ein paar Krümel davon reinmachen. Ja, und dann werden wir das Ganze halt ins Feuer stellen und einfach ein bisschen blubbern lassen. Und dann wird es sehr, sehr lecker, glaube ich. Hey, hier Gewürze. Was Leichtes. Ja. Ich ich traue das nicht. Also, ja, gut, aber das muss ich nicht drin. Ja. Ich kann gerne ein bisschen was haben. Der Speck ist ja so total fest. Die Menge? Ja. Ich bin mal eigentlich die Finger drauf. Sigi, kann ich ein bisschen Wasser von dir haben, um die Nudeln abzuschrecken? Ach Leute! Oh, sieht auf jeden Fall schon mal geil aus. Ja, da muss jetzt halt noch Flüssigkeit rein. Ja. Das ist alles. Ja. Aber es ist echt, was echt gut ist. No. Nicht schlecht, oder? Mhm.
Da passt ja echt mehr rein. Krass, wie das. Genau. Das reicht. Jetzt erstmal mal lassen. Jetzt mal oben drauf keins mehr, das ist jetzt zu heiß. Da haben wir schon wieder Flüssigkeit rein. Das sieht geil aus! Also ich finde, das sieht scheiße aus. Das wird bestimmt nicht schmecken. Und du weißt, da spricht der pure Neid. Das sieht echt lecker aus. Hast du den Rotwein schon rein? Ja, schon rein. Aber das zerfällt ja wirklich. Nee, das ist das Sauerkraut. Achso. Ja, während ich hier die Reste esse, sehr lecker und ganz schön viel, so eine Portion schon ordentlich, haben wir uns überlegt, welche Zutaten die nächsten drei sein könnten. Und wir haben uns für Kartoffeln, Käse und Zimt entschieden. Wer auch immer jetzt den Dutch Oven bekommt, das weiß ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ja, viel Spaß mit den Zutaten. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Danke dir nochmal an Matthias, dass ich das Teil jetzt hier benutzen durfte. Also erstmal bis dann. Ciao. Ciao.